Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Dies ist eine weitere Ausgabe von Babsner TV. Mein Name ist Barbara Charlotte Babette, Sonnenschein der Einfachheit halber, Babsi genannt. Und wir sind wieder mal in Karlsruhe. Heute ist der 29. Mai 2015 und morgen am 30. Mai findet hier der örtliche CSD statt. Der Christopher Street Day. Wetter ist nicht so gut. Und die Prognose für morgen ist auch 19 Grad und Regen. Morgen früh treffe ich dann Frau Gazioso und Frau von Baden. Schauen wir mal. Bis dann. Der CSD, der Christopher Street Day, wie er heute in vielen Städten dieses Planeten gefeiert wird, begründet sich auf einen Zwischenfall im New Yorker Stadtteil Village im Jahr 1969. Dort kam es am 28. Juni in dem homosexuellen Treffpunkt Stonewall Inn in der Christopher Street durch die andauernde und willkürliche Schwulenklatscherei der örtlichen Bullerei zu einem blutigen Aufstand. Und diesem Tage gedenkt man seither durch die Christopher Street Day Paraden. Oh, Frau von Baden, eiskalt. Ja, ist genau. Samstag, 12 Uhr oder 13 Uhr, gefühlte 8 Grad draußen, wir frieren uns hier was ab. Ja, es ist Winteranfang, glaube ich. Ja, ich habe jedenfalls mein Glitzerkleidchen wieder in den Koffer getan. Ich habe jetzt eine Strumpfhose, ein paar Jeans, ein Unterhemd und ein Pullover und eine Jacke. Wir müssen erst mal einen warmen Kaffee trinken. Haben Sie auch Glühwein? Ja, und während draußen der örtliche Zumba-Club versuchte, die eintrudelnden CSD-Gäste zu bespaßen, begaben wir uns auch aus unserem gemütlichen Glühwein-Action und raus zu den Vorbereitungen der Parade. Ja, jetzt hier auf dem Trans-Talk-Truck. Ja, erstmal hallo. Hallo aus Karlsruhe! Jawohl. Organisation ist jetzt auch da. Karlsruhe ist noch keine Provinz. Nee, bei weitem nicht. Naja, können wir nachher nochmal besprechen. Also wir haben ja dieses Jahr den Trans-Talk-Truck piratisiert. Da sind wir. Ja. Babsner TV. Wo sind dann die Mädels? Kommt mal her. Und ganz vorne. Guck mal hier. Ja, wer ist denn das? Ja, hast du hier schon die Penisse angeguckt? Das ist das Erste, was ich mache. Gucken, ob da irgendwas da ist, was man betrachten könnte. Aber die haben sie alle weggestrahlt. Oder sie haben ja in Karlsruhe keine. Also nicht penislastig. Heute sind wir nicht penislastig. Oh. Ich habe hier eine wunderbare, nennen wir es mal Drag Queen, getroffen. Meine Liebe, wie heißt du denn? Ich heiße Felicia Diamond. Felicia, eine Frage an dich. Was hast du dir bei diesem Outfit gedacht? Nichts. Hallo Jungs, dürfen wir auch mal. Grüßt euch. Babsner TV. Ist das, du siehst ihn gar nicht. Komm noch mal hier. Was seid ihr? Ist das eine Mischung aus Leningrad Cowboy und was weiß ich was? Erzähl mal. Nee, einfach so spontan eingefallen. Und guck mal hier, wir machen mal wieder die Schüchen. Sind die selbst gebastelt? Nein. Das kann man also kaufen? Außer sei sie nicht. Die kann man kaufen, weil wir machen unser Outfit immer selber, auch unsere Haare. Also es sind echt Haare, keine Perücke. Nein, nein. Ist das Zuckerwasser oder? Nee, das ist Hitzehaarspray. Also das sprüht man rein und dann föhnt man es und durch die Hitze wird es fest wie Beton. Muss ich mir mal merken. Sieht gut aus. Super. Aha, weg ist er. Das waren die Leningrad Cowboys. Die Easy Rider Fraktion ist da. Sei willkommen. Da steht sogar Harley Davidson drauf. Ja, ich sag doch original Harley. Hast du wenigstens einen Damensattel? Darf ich mal gucken? Naja, geht so. Unisex. Ja. Aber das ist der Radrock zum Aufmachen, zum Strampeln. Bitte keine Details. Ja, ja. Erster Stock Damenabteilung. Und dann hatte der liebe Gott doch noch Einsehen mit uns und das Sönje kam raus. Wer kennt Babsner TV von euch? Ah ja, seid ihr alle Viere so hübsch aufgebrezelt? Ja. Mega geil. Erzähl mal, wer seid ihr? Wo kommt denn her? Also, wir kommen hier komplett aus der Umgebung. Ich bin Fanny Davis, Moderatorin des Tages. Und das sind eigentlich sehr gute Freunde. Top-Travestie-Künstler. Eigentlich und auch sicher gute Freunde. Hast du gemerkt, gerade eben hast du neue Feinde gewonnen. Ja, das muss man sich auch erarbeiten. Ja, wenn man jetzt ein Original Christopher Street Day oder Christopher Street Szenario haben möchte, müsste jetzt eigentlich einen Mannschaftswagen Bullen vorfahren und die hier alle zusammen knüppeln. Dann haben wir den Original-Layout, so wie es losging. Das heißt übrigens im Original Christopher Street Liberation Day. CSD, da fehlt ein Buchstabe, aber egal.
Frau von Baden weiß was? Du hast doch vorhin mir erzählt, dass die Bullen sich da verbarrikadiert haben und die Schwulen waren draußen und wollten den Laden stürmen. Wahrscheinlich haben die sich ja auch verbarrikadiert. Meinst du? Ja. Ja, in der Apotheke. Wenn wir mal die Scheiben einschmeißen. Auf. Da ist er, der Blockwart. Ja, Ordner. Ordnung muss sein. Wir sind hier in Deutschland. Ja. Sagt mal, ihr Hübschen, ihr seht ja fabulös aus. Was stellt es da? Ein Herz hier. Love for everyone. Everyone. And everybody. Ja, sagt mal, habt ihr das selber genäht? Entworfen und selbst gebastelt, ja. Jede Stein. Ich glaube, ihr müsst für uns mal ein Tutorial machen, wie man solche Outfits macht. Das ist sensationell. Ich habe zu viel Zeit und dann tun wir das halt so abends vorm Fernseher, machen wir das dann. Oh Gott, dann musst du aber das ganze Fernsehprogramm auswendig kennen, oder? Ja, richtig. Wir haben gerade heute geheiratet, ja, und wir haben auch keine Gütertrennung. Ich erbe alles von der. Okay, also ihr habt damit auch eine Message, die ihr verbreiten wollt. Ja, natürlich. Es ist ja im Moment sehr aktuell das Thema die Gleichstellung. Und es ist eigentlich schade, dass man dafür auf die Straße gehen muss. Das ist das Problem damit, dass Angie sich so schwer mit uns tut. Ja, und deswegen Hashtag Ehe für alle. Gell, Ladies? Genau. Doch mal bitte deinen Lippenstift weg. Das ist doch sinnlos. Warum ist bei jedem Dreh der Lippenstift auf dem Zehen? Das ist bei mir normal. Ich mach den da extra drauf. Ich hab mich verlaufen, ich wollte ja zum Bäcker, ich suche den Bäcker, ich wollte Brötchen holen. Stimmung! Anfangen jetzt! Los! Es geht los, es geht los, es geht los! Genau, dann ging es endlich los und die Christopher Street Day Parade Karlsruhe 2015 setzte sich in Bewegung. Und unsere ganzen Fans sind hier, guckt mal! Ja, da geht aber noch mehr. Oh, ein besonders schönes Exemplar jetzt zu deiner hinteren Seite. Du Teaser. Wie man sehen kann, ist Frau Graziose jetzt in ihrem Element. Ja. Das ist gelernt, das kann sie. Einfach mal winken. Geld, es macht Spaß. Ja. Guck mal, die sehen böse aus, aber ich schwing trotzdem mal. Oh, winke, winke, winke. Ja, er hat gelächelt, er hat gelächelt, er hat gelächelt. Spaß, ich bin voll in meinem Element. Und die fröhlichen Gesichter des Trans-Talk-Trucks zogen langsam an uns vorbei. Einen wunderschönen guten Tag. Dürfen wir Sie interviewen? Nein, dürfen wir nicht. Aller gut. Wir dürfen nicht. Du musst ja auch bei Polizei aufpassen, dass er dich niederknüppelt. Nein, der hat ja sein Motorrad festhalten müssen. Ja, da war ein Knüppel. Ja. Und während Frau von Baden unbedingt mal einen Polizeiknüppel spüren wollte und Frau Graziose sich darin erging, die Leute anzuschreien, habe ich mal versucht, bei den Schaulustigen rauszufinden, ob die überhaupt wissen, was hier abgeht. Guten Tag, mein Herr, darf ich Sie kurz interviewen? Ja, Sie haben ja sowas Ähnliches in der Hand wie ich, gell? Ja. Sie wissen, das ist der CSD, dieser Zug hier? Nee, ich wusste es bis eben nicht, jetzt weiß ich es. Wissen Sie, was CSD bedeutet? Nein. Christopher Street Day. Ah ja, sehr schön. Wissen Sie, wo die Christopher Street ist? Da habe ich 4 Jahre gewohnt. In New York? Ja. Ah, war das zufällig 1969? Nee. Da gab es dann nämlich eine Keilerei. Ja, ja. Und da ist das alles durch entstanden. Ist bekannt, ja. Ja. Okay. Ein Herr aus der Christopher Street. So weit wie die sind wir nun noch lange nicht. Okay. Wo kriegt man diese Mikrofone, die Sie haben? Da vorne. Oben. Ich hätte keinen Fernseher, oder was? Na, ich bin halt mit meinem Freund aus dem Saarland hierher gekommen, um uns mal den CSD anzugucken. Aus dem Saarland? Ihr seid doch bestimmt auch dafür. Ehe für alle, oder? Klar, warum nicht? Oh, da ist mein Freund wieder. Ich kenn dich. Ich kenn dich. Ach komm, jetzt will ich ein Küsschen haben. Auf jeden Fall. Ja, da ist der Absatz abgebrochen. Die hübsche Dame hat eben ihren Absatz verloren. Man hofft, dass man es noch retten kann. Aber sie trägt es mit Fassung, die hübsche Rothaarige. Guten Tag. Da ist immer interviewen, meine Herren. Da draußen ist CSD. Warum sind Sie hier drinnen? Wir müssen auch arbeiten. Sind das Verhüter? Ja. Guten Tag, darf ich Sie kurz was fragen? Sie müssen hier brav warten, bis das vorbei ist. Kein Problem. Sie wissen schon, dass Sie da noch 1-2 Stündchen jetzt Zeit haben müssen. Ja, wir sind ja nicht in Berlin, ne?
10 Minuten. Also Sie wissen, dass das der CSD ist? Ja. Wissen Sie auch, was CSD bedeutet? Christopher Street Day. Sehr gut. Und wo liegt die Christopher Street? Das weiß ich jetzt nicht. In New York. Ah, okay. Und da gab es mal etwas Ärger 1969 mit der Polizei. Und seitdem wird der Tag gefeiert. Okay, das wusste ich. Den Namen wusste ich jetzt bitte nicht. An die Kinder weitergeben. Armer. Gut gelernt. Irgendwie werden wir hier durch ein Ghetto geführt. Hier ist überhaupt gar keiner, der zuguckt. Nur irgendwelche Garagen und Hinterhöfe. Geschickt organisiert von der Stadtverwaltung. Super. We are unstoppable. Guten Tag, der Herr. Darf ich Sie mal interviewen? Sie strahlen so fröhlich. Ja, ist geil. Gefällt Ihnen ja, das, was cool, Sie sehen? Cool, cool, cool. Wissen Sie, was das ist? Glaubbarkeit für Karlsruhe, oder? Oder bitte? Für was weiß ich nicht genau. Das ist CSD. Was heißt das? Christopher Street Day. Das ist schön. Die Christopher Street liegt in New York. Ah, und da gab es vor vielen, vielen Jahren mal Ärger mit Homosexuellen und der Polizei. Das ist doch gar kein Problem, das ist doch kein so. Wie finden Sie das? Gut. Wissen Sie, wie es heißt? Nee. Das ist der CSD, der Christopher Street Day. In Karlsruhe. In Karlsruhe, die gibt es schon ein paar Jahre. Ich kenne es halt auch von Frankfurt, also ich habe es in Frankfurt schon erlebt. Ach, Sie gehen heimlich nach Frankfurt und gucken, ja. Das nennt man, glaube ich, knackigen Po. Obwohl ich nicht weiß, wenn ein Po knackt, ob das wirklich so gut ist. Wir haben euch gerade von hinten gefilmt. Ja. Dürfen wir das? Ja, gerne. Ja, natürlich. Findet ihr nicht, dass der Zug etwas zu schnell ist? Der ist zu schnell und zu klein. Ja, beides, gell? Und wird durch Hinterhöfe geführt. Genau, furchtbar. Ja, einfach nur furchtbar. Geht gar nicht. Aber die Sonne ist da, wunderbar. Gut. Seid ihr aus Karlsruhe? Nein, aus Mannheim. Aus Mannheim. Da gibt es auch einen CSD. Genau, der ist am 9.8. Gott, dann geht er wieder hin. Genau, aber erst nach Stuttgart, dann nach Köln, dann nach Frankfurt. Ach, ihr seid CSD-Touristin, ja. Zum Friseur, gehen wir zum Friseur. Hallo, meine Hübschen. Welcome to the CST Karlsruhe. Sag mal, kann man bei der Friese noch irgendwas retten? Ja. Wird schwierig. Was würdest du denn empfehlen? Eine neue. Eine neue Friese? Ja. Habt ihr Friesen? Mein Bob. Oh, aber rot steht mir nicht. Rot steht mir nicht. Aubergine, Aubergine. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt natürlich auch an Babylon vorbei. Der Untergang naht. Im Internet. Babylon, neuerdings im Internet. Ein orientalischer Betrieb, der neben Internet auch noch Brot verkauft. Den Herrn rede ich mal an. Ja. Guten Tag. Sind Sie Herr Babylon? Ja, genau, ja. Wie finden Sie das? Ja, doch, ja. Gut, ja. Wissen Sie, wie das heißt? Ja, ich bin Hassan. Bitte? Ich bin Hassan. Ja, Sie sind Hassan, aber wie der Zug hier heißt. Ach so, ja, keine Ahnung. Mit CSD, schon mal gehört. Ach so. Christopher Street Day. Aha. Wo Homosexuelle demonstrieren. Ach so, ja, ja. Sind Sie homosexuell? Ja. Sie sind homosexuell. Da müssen Sie mitlaufen. Okay. Ja, das war Hassan Babylon, der heißt wirklich so, und ist auch noch schwul. Super, besser geht nie. Heute für euch auf dem Karlsruher CSD die rasende Reporterin Grazia Grazioso. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Guten Tag, ich will ja nicht stören, aber Sie haben gerade so freundlich gelächelt. Wissen Sie, was hier vor sich geht? Non ho capito la minchia, non ho capito perché non parlo, non parlo, non capito, non capito, perché nice break in Deutsch. Pro gut, alles gut, alles gut. Gut, gut. Wissen Sie, was schwul bedeutet? Non capito. Français? Der Lüge. Vava Wild, die Gewinnerin von Karlsruhe's Next Supertrack und Diva Deluxe. Mal gucken, ob sie mich erkennt. Vava! Vava, hallo mein Schatz! Ja genau, sie ist sehr einnehmend. Hallo, herzlich willkommen auf dem CSD. Für wen läufst du heute mit? Ich laufe heute für die AIDS-Hilfe Karlsruhe und Stuttgart mit. Hi. Super, das ist natürlich ein ganz tolles Engagement, Schatz. Deswegen ist wieder ein bisschen Volk da, nachdem wir das Ghetto durchschritten haben. Das sind die Damen und Herren, die auf ihrer samstaglichen Shoppingtour sind und jetzt in eine Horde Schwule reingelaufen sind. Ich habe im Moment nichts zu erzählen, ich schwitze wie eine Sau. Der Zug ist zu schnell. Ja, sind die Leute nett hier in Karlsruhe. Uhuhu.
Karlsruhes bester Friseursalon. Ja? Ist unglaublich, was die aus Haaren alles zaubern können. Guckt euch das aus Haaren an, dann wisst ihr, wie es ausschaut. Nein, ich war dann, ich kann mir den nicht leisten. Ich gehe da nicht hin, weil ich... Würdest du mal hingehen, wär's besser. Zu mir kommt die Friseurin persönlich nach Hause. Ja, mit der Friseur wär's mir auch peinlich rauszugehen. Ja? Darf man sie interviewen? Ja? Dann komme ich doch mal auf ihre Seite rüber. Dann hat die Kamera uns nämlich richtig im Bild. Sie machen hier einen harten Job, oder? Ja, heute ist angenehme Arbeit, friedliche Arbeit ist in Ordnung, oder? Das ist prima. Das heißt, der Grund, warum wir hier sind, dieses Thema belastet Sie hier heute nicht. Keinster Weise. Sehr gut. Ich habe hier gerade den Stand der Zeugen der Jehovas entdeckt. Fragen wir doch mal, was Sie zum Thema Homosexualität zu sagen haben. Hallo. Sie sind von den Zeugen Jehovas, stimmt das? Können Sie uns erzählen, was Sie zum Thema Homosexualität sagen? Also ich könnte das jetzt erklären, aber allerdings müsste ich Ihnen das jetzt anhand der Bibel erklären. Ich habe 5 Minuten Zeit. Vielleicht finden wir ja eine Passage. Warum möchten Sie hier nicht mit uns sprechen, gerade hier, wo wir alle sind? Wir würden Ihnen gerne... Wenn Sie mir Ihre Visitenkarte geben, können Sie alle Fragen beantworten, kann man einen Termin ausmachen. Wir würden Sie dann auf Sie zukommen. Und warum möchten Sie nicht in die Kamera sprechen? Ist es Ihnen unangenehm? Ja, weil ich erstmal mich auch vorbereiten will. Ich weiß auch nicht alles. Also Sie wissen nicht alles, aber was es zum Thema Homosexualität zu sagen hat, die Bibel, das können Sie mir nicht sagen. Sie können mir Ihre Visitenkarte geben, dann kann man einen Termin ausmachen. Wie man sieht, ist es den Leuten sichtlich peinlich, hier am Christopher Street Day Stellung zu nehmen zum Thema Homosexualität. Ich habe eine Visitenkarte bekommen, die mich einen Scheißtrick interessiert, aber man wollte jetzt keine Stellung nehmen. Ich war höflich und freundlich, was mir unheimlich schwer gefallen ist, aber wir sehen, man möchte, aber man kann nicht, weil es einfach keine Argumente gibt gegen Homosexualität und für die Ehe für alle. Dürfen Sie denn in Grün auch auf ein blaues Motorrad sitzen? Ich mach's einfach. Mach's einfach. So ist es, Polizei. Die macht einfach, was sie will. Geh mal zur örtlichen Apotheke. Guten Tag. Nein, nicht verschwinden. Hier bleiben. Oh, Mann. Der Chef. Er bleibt da. Gut. Die örtliche Apotheke, Sie wissen, was das ist? Der CSD. Haben Sie denn heute mehr Kondome verkauft als normal? Bis ja noch gar keine, aber das kann ja noch kommen. Da drüben ist ja noch viel los. Ja. Dann hoffen wir bis jetzt noch nicht. Wie lange haben Sie noch auf? Bis 18 Uhr. Gut, dann hoffen wir, dass Sie auch noch kommen. Ja, safer. Gerne. Safer. Danke. Viel Spaß euch noch. Das war fast schon der CSD, der Christopher Street Day von Karlsruhe. Und ihr werdet es kaum glauben, mir tun die Füße weh. Ja, das war CSD Karlsruhe 2015, einer der schnellsten meines Lebens. War ruckzuck vorbei. Ja. Ja, so gerannt bin ich noch nie. Das war Babsner TV. Informativ. Investigativ. Und oh, nicht jede dahergelaufene Transe kann mich ersetzen. Investigativ. Und natürlich weltoffen. Wir sehen uns. One of us. One of us. One of us. One of us. One of us.